Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect. In der letzten Folge haben wir ganz schön lang in diesem blöden Komplex gekämpft, um Söldner dort auszuschalten. Haben dann am Ende einen Wissenschaftler und einen anderen Söldner, Sergeant Toombs oder so hieß der, gefunden. Und letztendlich hat dann der Söldner den Wissenschaftler getötet, nachdem wir erfahren haben, was die so für böse Sachen hier getrieben haben. Und sich dann selbst. Na gut. Ist zwar kein freudiges Ende, was wir halt leider nicht verhindern konnten, weil wir noch nicht genug Paragon haben. Das ist halt das, was Mass Effect halt... Naja, ich find's ein bisschen doof, weil du machst eine Mission, die du ganz am Anfang annehmen kannst. Und hast dann aber noch nicht genug Paragon-Punkte, um die auch zufriedenstellend abzuschließen. Wahrscheinlich hätte man dann erstmal noch andere Missionen machen müssen. Vorerst. Hier ist eine abgestürzte Sonne, die bergen wir mal. Kurzschließen erfolgreich. Schildbatterie und ein Upgrade. Gucken wir mal, Ausrüstung. Schildbatterie, ist die gut? Ist das gut, meine ich? Ja gut, dadurch haben wir mehr Schild insgesamt. So mehr Schild insgesamt finde ich nicht so toll. Aber ich könnte es vielleicht Tali geben. Dann hat sie nämlich bessere Schildbatterie. Und einen Granatenmod. Nee, nicht. Wir gehen wieder in unseren Marco. Und zum letzten Ort. Hier auf dem Planeten, den wir noch untersuchen müssen. Und dann können wir zurück zu Normandy und Hackett von dem Ausgang der Mission berichten. Ja, nicht immer läuft alles im Mass Effect so, wie man es sich erhofft. Ach du meine Güte, was macht der Marco schon wieder hier? Breakdancen ist ein Mist dagegen. Ohne Witz. Es ist manchmal echt interessant, was da für komische Manöver bei rumkommen, wenn du mit dem Teil da am Rumfahren bist. Ah, jetzt müssen wir erstmal diesen Berg hier hoch, oder zumindest so schräg. Wenn man dann anfängt, so schräg einen Berg hochzufahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass man mit dem dann auch gescheit hochkommt, dem Berg. Ach du meine Güte. Guten Tag. Können wir mit denen reden? Diese süßen Käferchen da. Und manche Viecher... Hey. Süß sehen die nicht aus, oder? Hübsch. Manchmal kannst du dann mit solchen Kleinchen sogar noch reden. Und hier ist noch was abgestürzt. Eine thorianische Leiche. Die wir bergen können. Artefakt bergen. Ja, wieder ein kleines Minispiel. Boah, jetzt müssen wir mal dahin. Artefakt gefunden. Thorianische Insignien gefunden. Es lässt sich nicht mehr herausfinden, was mit diesem Thorianer geschehen ist. Er hat ein altes Papierbuch bei sich, dessen Umschlag sich Insignien des Postra Außenposten befanden. Es gibt uns wieder Erfahrung und Knete. Wo sieht man hier eigentlich nochmal, wie viel Geld man hat? Ist eine gute Frage. Wir können hier noch einen Punkt verteilen im Präzisionsgewehr. Bei Rex nochmal eins im Fitness. Noch einen Punkt und dann haben wir das vollständig. Ist die Frage, was haben wir als nächstes? Ich würde eher sagen, die Regeneration. So, als nächstes. Einen Punkt lassen wir für Fitness noch frei. Hier haben wir noch Schrotflinte. Selbstverständlich. Und Elektronik. Wieder einen Punkt freilassen für den Fall, dass wir Schrotfinde bekommen. Aber wir könnten Elektronik jetzt sogar schon fertig machen. Aber warten wir noch. Lassen halt diesen einen Punkt frei. So, damit wäre alles auf dem Planeten erledigt. Was man zu tun haben muss. Was man machen muss. Also, zurück zu Normandy. Und reden wir da mal mit Hackett. Ich habe mir noch nachgeguckt, beziehungsweise auch nachgefragt. Hey. Wie das aussieht mit den Gesprächen mit der Crew und den Nebenmissionen.
Man schaltet zwar gelegentlich durch Nebenmissionen neue Gesprächsoptionen frei, aber ich werde es dann so machen, bevor wir einen Mainplot beginnen, rede ich mit allen Leuten und nachdem. Weil bevor könnte ja sein, weil wir zwischen den Mainplots ja sehr viele Subplots machen, dass wir durch die Subplots neue Gesprächsoptionen haben und die natürlich nutzen können. Patching it through. I reviewed your report on the situation, Commander. It's unfortunate both the doctor and Toombs died, but I know you did your best under the circumstances. Thank you again for your assistance, Commander. Fifth Fleet out. Naja, man kann nicht jeden Tag den Tag retten. Nur jeden zweiten. Ich würde mal sagen, das wäre alles für Newton. Damit haben wir Hawking Aether, Kepler Randsektor fertig. Jetzt müssen wir noch den Armstrong-Nebel machen. Normandy, Admiral Hackett hier. Wir bekommen Reports von einem marked increase in Geth-Activity in der Skillian Verge. Surveillance drones have identified Geth outposts on four different planets in the Armstrong cluster. We need someone to take them out. Gibt es weitere Informationen? We have any idea what they're after? Hard to say. They may be just gathering intel on us. Or maybe they're setting up staging grounds for hit-and-run attacks on human colonies. Okay, Sie können auf mich zählen. I'm on it, Admiral. Finding Saren is still your top priority. But you've got experience fighting the Geth. You're the logical choice to take out these outposts. Kein Problem. We're transmitting all the locations of known Geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackett out. Wir sind ja jetzt im Armstrong-Nebel und hier können wir gleich mehrere Sachen machen. Also haben mehrere Systeme. Gagarin oder... Ach, ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Gagarin oder Gagarin? Ich glaube, Gagarin war der irische Tereshkova, Hong und Vamshi. In ein anderes System reisen? Ja. Fangen einfach mal systematisch von oben nach unten an, die abzuarbeiten. So gesehen. Ich glaube, Maji ist der Planet, auf dem man landen kann. Ha, bin ich gut. Maji umkreist die riesigen Vamshi-Binär-Stern. Vamshi A ist ein blauer Stern der Spektralklasse A4111, der etwa halb so heiß ist wie die Sonne. Vamshi B ist ein halb alternder roter Riese im Klasse M5111, der 220 mal größer ist als die Sonne. Maji hat eine dünne Atmosphäre aus Methan und Kohlenstoffmonoxid. Der Temperaturunterschied zwischen der Sonnenab- und der sonnenzugewandelten Seite sorgt für konstante Stürme, die durch die Skilliard- und Natriumstaubwolken aufgebürgelt werden. Einige verrottete Bewohner des Terminus-Systems machen sich bisweilen einen grausamen Spaß daraus, auf Maji Paare von Sklaven, Geiseln, unbeliebten Crewmitgliedern oder aus Langeweile Tiere auf der Planetenfläche auszusetzen. Diese armen Gestalten müssen dann ihre Leidensgenossen umbringen, bevor sie der tödlichen Strahlung der Gigantensterns gerettet werden. Kranker Scheiß. Aber so wie der das gerade geschrieben hat, wären ja hier zwei Sterne, ich selber nur ein. Komisch. Pregel. Pregel ist eine riesige terrestrische Welt mit einer Atmosphäre aus Chlorethan. Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Schwefel und Vorkommen an Aluminium. Hier hat noch niemand versucht zu landen. Erkunden. Doch einige Insignien gefunden. Beim Scan des Planeten Pregel haben sie einige Überwachungsbarken am Orbit des Planeten gefunden. Techniker Adams konnte einige hochauflösende Bilder dieser Barken, die offenbar seit langem nicht mehr gewartet wurden, abspeichern. Jede Barke war mit den Insignien der Beta-Kolonie gekennzeichnet. Und Almosen. Almos ist ein Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant mit Spuren von Natrium, die Atmosphäre verdunkeln. Das war jetzt sehr viel Information. Gehen wir erstmal auf Maji. Landen dort. Das müsste ich eigentlich erst die Karte ändern für Maji, aber die den Geth-Outpost werden wir auch so finden. Quatsch. Hier. Squad einnehmen, annehmen. Okidoki. Ach, hier sieht man die beiden Sonnen jetzt. Aber in der Galaxiekarte nämlich nicht. So, es sieht eigentlich ziemlich beeindruckend aus. So eine große Sonne und noch so eine kleine. Hat so ein bisschen was von Tatooine aus, ja, Star Wars. Tatooine hat, glaube ich, nämlich auch mehrere Sonnen. Geth Außenposten. Gehen wir erstmal dahin. So, erstmal Dickfact Action. Mal schauen, ob wir einen von diesen, ich weiß nicht mehr, wie die im Englischen hießen, diese Geth-vierbeinigen Teile,
Der hat neben so einen ganz coolen Namen. So viel weiß ich noch. Ich glaube, wir haben eine gewisse Maximalreichweite. Das sind doch Türme. Ah ja, Raketentürme. Und da ist der Weg dann hoch zum Aufschluss. Müssen wir jetzt mal diese Turrets ausschalten. Da oben ist noch einer. Nee, doch nicht. Doch. Wir gehen jetzt mal ein bisschen woanders hin, damit wir den besser sehen können. Zack, da war er. Das ist aber noch ein Turret. Da. Oh, wir müssen uns mal bewegen, sonst treffen wir uns noch. Uiuiui. Das ist halt der eigentliche Weg zum Außenposten hoch. Und da muss man halt diese Turrets zerstören, die halt den Weg hier absichern sollten. Und hier haben wir noch was gefunden. Und noch eine Turret, die da noch ist. Sieht man ja auf der Karte. Ach komm schon. Marco, was machst du wieder für einen Mist? Das war eigentlich nicht geplant, aber gut. Hoffen wir mal, dass wir von der Seite etwas besser hochkommen. Jetzt machen wir hin. Junge! Hallo! Ja. Ja, jetzt aussteigen. Und Magnesium scannen. Zack, Mineral gefunden. Leicht mit Hilfe kommen. Sie haben ein kleines Magnesium-Vorkommen entdeckt und haben dafür Geld verdient. Hammergeil. Also, das ist Geld verdienen. Hui! Oh, es ist ja eine Reifen leicht angeknackst. Aber das zum Glück verändert das nicht unser Fahrverhalten von Marco, was ja jetzt schon schlimm ist. Jetzt stellen wir sich vor. Man würde noch das Fahrverhalten verschlechtern, dadurch, dass man halt, dass einem Reifen kaputt geht. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Außenposten ist, wo man reinlaufen muss. Oh, blockiert. Das passiert, wenn man in der Nähe von solchen Außenposten ist, gerne mal. Oh oh. Uiuiui, da sind aber einige Gäste. Und der nächste. Klack. Und das war's erstmal. Doch, da hinten ist noch einer. Oh, ein Koloss. Ich glaube, der ist im Englischen auch irgendwie so. Oi. Ah, der darf uns nicht treffen. Der macht guten Schaden, der Koloss. Ich glaube, der ist im Englischen auch Koloss. Ah, der bleibt liegen. Ich habe gerade überlegt, explodiert er jetzt? Gut, das waren die Außenbossen. Ich weiß zwar echt nicht, was wir hier auf dem Planeten zu suchen haben. Aber egal. Ich werde die Folge hier jetzt beenden. Damit ich nämlich in der Pause die Map öffnen kann und damit wir hier nochmal alles erkunden können. Was ist das? Nochmal alles erkunden können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Das müsste die 41. sein. Ja, die 41. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect wieder. Lifemaker over and out.